Ermgründe. Arme Kinder mit dem heute vom Helikopter Eltern erbarmungslos vertüttelten Möchsbunte Bands wurde früher vielfach demoliert. Oder sie wurden ja geschlachtet, einfach links stehen lassen. Sie mussten schweigen, wenn Erwachsene sprachen, sonst wurde mit ihnen geschankt, gekifft, geknottet und gemurrt. Oh weh, wenn der Nachwuchs knösselig, unsauber, zobbelig, ungekämmt oder schläfrig, verschleimt war oder sich knummelig, umständlich, jörmetig, weinerlich, tüntelig, verspielt, dröbetig, verträumt oder schlunzig, unordentlich benahm. Vor 1969 gab es Schläge, und zwar nicht nur im Elternhaus, sondern auch in der Schule. Ruhe, ihr Schwad, ihr Bimmisch, ihr Reichgebüsch, ihr Klopp, ihr Hauer, ihr Flast und ihr Zopp. Dann mussten Kinder meist kriechen, knatschen, knauzen, bauzen, wirbeln, güben, wehklagen. Oder sie machten ihren Unmut Luft durch Geier, Berge, Schrehe, Berge oder Blöcke. Nicht nur böse Stiefmütter, ihr braucht Ausdrücke wie du drömst, blöd, prick, lustete, blüppest, du lammest, schaute, schott, töt, schirfe oder fräsen, sodass das Ermöd, verkünk, ganz verbastet, verrottet, fort und wäsch. Boah. Trost fanden die Bute beim Spielen, zum Beispiel Norlof oder Verbrennen. An der Kirchensmauer wurde geknigelt, Murmelspiel meistens Kühlchen, wobei mit der Ferse eine Vertiefung in die Erde gegraben, die am Ende gedreht wurde, in die man treffen musste. Und zwar zunächst werfenderweise und dann durch Anschieben und Antitschen der Knigel. Gewonnen hatte der, der seine Murmel als erster in der Grube versenkte. Als Beute gab es die noch außerhalb der Kuhle befindlichen Knigele des Gegners oder ein Marmel, ganz in Extras, eine Glasmurmel. Mein Vater erzählte, seine Generation habe noch mit größeren Metallkugeln gedatschert. Seiner Beschreibung nach, die klauten die übrigens aus von Kugellagern in Bergschwein. Seiner Beschreibung nach könnte das so ein ähnliches wie das französische Boule gewesen sein. Beliebt war auch Dildopschmecke, Mädchen spielten mit Büpsche oder Titschen Bälle, meistens aber maßen sie ihre Geschicklichkeit beim Jumitmiss oder Hüppegäschen.